Was passiert, wenn Christine Neubauer, Natascha Ochsenknecht, Colleen Fernandes-Ulmen und Verena Fried in einem Ort zum Shoppen gesehen werden? Ja, dann geht es um Geld. Die vier waren zur Präsentation der Finanzassist-App in der Berliner Galerie Lafayette geladen und konnten hier auch gleich noch die restlichen Weihnachtseinkäufe tätigen. Ich brauche noch Geschenke, vor allen Dingen für meinen Vater. Ich werde jetzt nachher noch gucken. Ich habe was im Auge, ob ich das hier vielleicht finde. Und wenn Frau shoppen geht, dann wird richtig Geld fällig. Da ist es mit dem Überblick, was eigentlich noch da ist, auch schon nach dem dritten Schaufenster Schluss. Aber wie machen Sie das gleich, liebe Profi-Shopperinnen, mit den ganzen Karten, EC, Visa, Master? Als Frau, klar, man sieht ein paar Schuhe, dann sieht es schlecht aus mit dem Geld. Aber ansonsten denke ich, dass ich jetzt nicht so ein Rausklopper bin vom Geld. Also ich bin eher dann schon so Schnäppchenjäger. Ich bin so ein kleiner Chaot. Also solange mein Konto im Plus ist, ist immer alles gut. Und ich gucke nicht allzu sehr drauf. Naja, manchmal sieht man Sachen, bei denen man denkt, das würde demjenigen gut gefallen, obwohl ich für den eigentlich schon alles gekauft habe, was ich kaufen wollte. Und da will ich dann auch nicht so kleinlich sein. Wobei bezahlt wird aber online, auch wenn Christine Neubauer damit anfänglich Probleme hatte. Ich komme ja noch aus einer Generation, wo Online-Banking so ein bisschen Angst macht. Also erstmal so über die eigene Unsicherheit, damit umgehen zu können und ist das auch wirklich sicher. Und zu dieser App gibt es noch ebenso für völlig Doofe wie mich eine Absicherung, dass man auch wirklich nichts falsch machen kann oder auch allen Gefahren entgegenwirken kann, indem man versichert ist. Und das finde ich fantastisch. Weihnachten kann kommen, Geschenke sind gekauft und das Geld wird jetzt ganz modern online verwaltet. Da ist dann wenigstens auch in der Handtasche wieder ein Stück Platz gemacht für all die anderen wichtigen Sachen.